Du bist ja sehr gesprächig. Soll ich dann jetzt also wahrscheinlich... Pferdefleisch. Das können wir in die Lasagne tun. Soll ich jetzt wahrscheinlich mit der Statue hier irgendwas machen? Dem Schrein des Clavicus Vile. Ich speichere vorher nochmal ab. Wer weiß, ob das jetzt gut geht hier. Hallo? Fürst Vile, ich habe eine Bitte an euch. Ja Mensch, Hund, hör mal auf zu kläffen. Der Fürst hört mich ja gar nicht. Was hat denn der da in der Hand? Ein Kopf? Oder eine Maske? Nee, ist eine Maske, ne? Na, es sieht auf jeden Fall wie ein sehr liebenswürdiger Zeitgenosse aus, der Kerl. Hört euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Der Kerl ist mir irgendwie unheimlich. Dem sollten wir auf jeden Fall nicht vertrauen. Was ist unser Begehr? Ich bin nur hier, um euch mit Barbas zu vereinen, denn alles andere wird garantiert nach hinten losgehen, wenn er uns das überhaupt gewährt. Also, außerdem sind wir ein Held und Helden sind nicht so selbstsüchtig, dass sie sich die Macht erbitten würden, alles zu töten. Da kommen wir auch so noch früh genug hin, denke ich. Ach, mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es, Anfrage abgelehnt, kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein, auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Aha. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Wie lautet euer Angebot? Er hat, glaube ich, gerade selber eingesehen, dass es ein bisschen unvorteilhaft ist für ihn, auf diesen Hund zu verzichten. Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Reiffelsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Na, großartig. Wir sollen jetzt also... Ja, was ist denn? Ich rede gleich mit dir. Jetzt will ich erstmal gucken, wo diese dämliche Höhle ist. Wo diese dämliche Höhle ist. Wo ist die Höhle? Wo soll ich jetzt schon wieder hin? Hallo, hallo, hallo. Da. Bist du blöd? Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist einmal quer durchs ganze Land. Also ich weiß echt nicht, ob ich das jetzt machen will. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen sehr weit weg. Vor allem sind da noch hier zwei Siedlungen auf dem Weg. Und vor allem hier die beiden kleinen Quests, die wir machen sollen. Aber wenn der Barbas jetzt mitkommt... Doch, wir machen das. Aber mit einem Umweg. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Machen hier diese beiden Dungeons. Ist der hier eigentlich abgeschlossen? Wo war es denn? Ja, Hemas Schande ist abgeschlossen. Der Marker hier, der kann mal weg entfernen. Wir setzen mal kurz auf die Spaltsteinschlucht. Wir nehmen den Barbas jetzt mal mit. Der kann uns hier helfen, diese beiden Quests zu erledigen, die wir da haben, für den Jarl und für den Priester. Und danach können wir mal schnell da oben vorbeischeißern und machen die Quest für den Barbas. Gehen wir dann aber direkt dahin und lassen uns unterwegs nicht aufhalten. Oha. Krankenwagen ist unterwegs, gerade an Haus vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt.
So, welche Geschichte steckt denn hinter der Axt der Reue? Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Oh oh. Das ist, genau. Also gut. Wir werden später zusammen. Nein, scheiße, das wollte ich gar nicht. Folgt mir. Geht voran. Es gibt ja hier gar kein Gespräch beenden. So, also der Barbas ist jetzt quasi unser Gefährte und begleitet uns. Das ist ja so an sich gar nicht mal verkehrt. Ist denn hier hinten die Tür offen? Jetzt? Das muss doch irgendwie aufgehen. Da hinten geht's doch raus. Ach, hier, guck mal. Ja klar, hier liegt ein Vampirmeister. Also dieser Hund, der macht mir richtig Angst. Der hat hier ganz alleine aufgeräumt. Ich glaube, den behalten wir erstmal eine Zeit. Ist ja sowieso so weit weg. Denn die Kaiserlichen, die leben nämlich in Thyodil, dem weltoffenen Herzland des Kaiserreiches und auch der Handlungsort von Elder Scrolls 4, Oblivion. Ich habe auch gelesen, es gibt eine Mod, die ist zurzeit in Arbeit, die... Huch, wo sind wir denn hier? Die das komplette Elder Scrolls 3, also das komplette... Wah! Schneebären, nehmen wir mal mit. Das komplette Morrowind... ...in Skyrim importiert. Da habe ich natürlich großes Interesse dran. Das Problem ist nur, dass das Ganze dann natürlich mehr oder weniger in Englisch sein würde. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version von gibt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Schnellreisen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir reisen mal nach Jägersruh. Wir kürzen das Ganze hier an dieser Stelle etwas ab, weil ich will nicht erst wieder ganz um den Berg rum und bis nach Helden und das können wir ein andermal machen. Ich hoffe, der Barbas kommt mit jetzt. Eigentlich müsste er ja, so als unser Gefährte. Und wenn es so eine Mod für Morrowind gibt, und die soll wohl auch ziemlich gut gemacht sein, dann frage ich mich ja, gibt es so eine Mod auch für Oblivion? Können wir quasi... Vielleicht können wir ja sogar sämtliche Elder Scroll-Teile hier importieren, mehr oder weniger, und die dann mal spielen, oder zumindest anspielen. Das fände ich schon ganz cool eigentlich. Jetzt machen wir erstmal hier... Bum, bum, bester Freund eines Dedra. Ja, ja, ja... Die wählen wir mal ab. Die wählen wir mal an. Das hat ja wunderbar funktioniert. So. Jetzt hat das. Jetzt hat das. Ja, jetzt mal. Ach, komm, hier entfernen. So, die Höhle ist ja jetzt angewählt. Da waren wir schon ganz in der Nähe von eigentlich. Müssen jetzt hier in diese Richtung. Der Barbas ist mit dabei, da fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer. Denn ich glaube nicht, dass der uns in den Rücken fällt, zumindest nicht, bis wir die Axt besorgt haben, denn der will ja mit dem Clavicus Wiele wieder zusammen. Die waren mal so ein schönes Paar. Schmetterling. Blaue Schmetterlingsflügel. Ach Mist, blaue Libellenflügel bräuchte ich. Was ist denn das für eine Höhle hier? Die Moosmutterhöhle. Das war das, wo wir hier... Hier sind noch die Blutspritzer. Hier haben wir mit dem Walder zusammengejagt. Ich erinnere mich. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier zu dieser anderen Höhle? Wir müssten quasi hier ins Tal runter. Ist vielleicht nicht der beste Weg, ins Tal runterzukommen. Hier so... Hui. Aber es funktioniert. Ich hoffe, der Hund kommt mit. Nee, der ist schon weg. Naja. Der wird uns schon wiederfinden. Ne? Hund? Sah ich gerade noch. Ich bin froh, dass der Barbas dabei ist. Da fühle ich mich nämlich sicherer. Und schon ist er weg. Du bist nicht Barbas. Geh weg.
Sitz! Braver Hund. So, wir könnten den ja jetzt mal looten, aber der hat ja nur einen Wolfspelz und der ist mir im Moment ein bisschen zu schwer einfach. Babas! Komm her, Junge, bist du's? Ja, feiner Junge! Ganz fein. Gut macht er das. Ich frage mich, ob die Begleiter, wenn wir uns zu weit von ihnen entfernen, eventuell wieder in unsere Nähe gespawnt werden, damit wir sie nicht verlieren. In Morrowind war es ja so, da sind die dann teilweise irgendwo lang gestolpert und man hat die teilweise gar nicht mehr wiedergefunden. Das war schon ziemlich doof. Ich habe da hinten schon die Banditen gesehen für die andere Quest. Oh oh, da steht jemand. Da ist eine Festung. Hallo, muss ich mir Sorgen machen? Zieht eine Waffe, also vermute ich mal, ja. Ach, ein Totenbeschwörer, Novize. Gut, dann bleibe ich mal hier und peng. Aua, war das Fass? Gut gemacht, Junge. Uah. Ja, also mit dem Barbas an der Seite kämpft sich eigentlich ganz gut. Hier ist doch noch einer. Da steht doch Totenbeschwörer Novize. Au, oder ist, sind die Untertitel geglitscht? Ja, was denn? Wäre das hier Fable, dann würdest du jetzt losrennen und mir einen Grabungsort zeigen. Die Spaltsteinschlucht. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das ist ja das Dungeon, wo wir... Das Dungeon, der Dungeon, der Dungeon, ne? Der Dungeon. Dungeon. Ist ein schönes Wort, so Dungeon. Hier sollen wir ja herkommen, um das Tagebuch von dem Priester zu holen. Das hat der ja hier verloren. Das ist jetzt die Frage, was hat der Priester hier gemacht? So am anderen Arsch der Welt quasi. Ja, die Welt hat zwei Ärsche. Oh, das ist ein Lehrling, der ist schon etwas stärker. Aber mit Barbas schaffen wir das. Mit Barbas schaffen wir das. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Aua. Barbas. Scheiße, der heilt sich auch gerade. Das ist ja schön, dass der Barbas das sich so richtig nützlich macht gerade. Na, Gott sei Dank haben wir hier Heilungsmagie. Ah, jetzt macht er sich nützlich. So, komm her, du. Aha, er hat keine Magie mehr. Aber ich schon. Bursche, das ging eben schon mal besser. Ein armseliger, winziger Seelenstein. Zaubertrank der Frostresistenz. Ja, der ist wieder so... Der ist wieder ein bisschen sehr schwer. Hier gibt es also Totenbeschwörer. Eine ganz große Klasse. Und Skelette gibt es auch. Ach, da hat er bestimmt erst das... Skelett. Mensch, Junge. Erschreckt mich nicht so. Er hat bestimmt erst das Skelett niedergeknüppelt. Ich glaube, der Barbas hat gar keine Lebenspunkte. Das macht ihn natürlich unerlässlich als Gefährte. Ja, hier ist doch noch einer. Ich könnte mal ein bisschen schleichen. Was ist ditte? Ah, vor irgendwem sind wir gerade versteckt. Aber nicht vor Barbas, oder? Doch. Ja. Große Klasse. Kann ich mit einem Gefährten überhaupt schleichen? Ah, ich höre Skelette. Hier in der Möglichkeit, die Dinger nicht anrempeln. Hier, das ist, sind Lärmfallen. Ja, ganz toll, Barbas. Ich schleiche mich an und du bellst erstmal. Da ist eine Bodenplatte. Hi! Hi! Scheiße! Also eine Tastenbelegung, da muss ich noch dran arbeiten.
Da hinten... Ah, Schleichen hat sich auf 30 verbessert. Wunderbar. Für irgendwas verstecke ich mich hier gerade.